kleines Kind steht im Treppenhaus und schneidet sich mit der Schere die Haare, währenddem die Größeren ein wildes Fangenspielen quer durch die Küche veranstalten. Daneben wird gefilzt, gebastelt, gekocht und diskutiert. Was auf den ersten Blick wie ein Riesenchaos erscheint, war eine normale Situation im Homeschool-Lager, in welchem wir die letzte Woche waren. Und wir sind uns einig, das war nicht unser letztes Lager, denn es war absolut genial. Hallo, ich bin Janine und eine Homeschool-Mom aus der Schweiz und wir waren mit 9 Homeschool-Familien in einem Kreativlager im Emmental. Für uns war es eine neue Gruppe, wir haben ein paar wenige von ihnen vielleicht ein- oder zweimal gesehen an einem Homeschool-Ausflug. Und wir waren daher sehr gespannt, mit wem wir nun diese 6 Tage verbringen werden. Kaum sind wir im großen und alten Lagerhaus angekommen, wurden bei den Kindern bereits die ersten Kontakte geknüpft. Während ich am ersten Tag noch mit der Orientierung in dem großen Lagerhaus beschäftigt war, hatten die Kinder schon alles erkundet und die Lage war abgecheckt. Während der Woche wurden von den Mamis Workshops angeboten, welche die Kinder nach Lust und Laune besuchen konnten. Wir haben zusammen gefilzt, mit Papier gebastelt, Samenbomben hergestellt, eine Gachaton gebaut, aus Naturmaterialien einen Traumfänger gebastelt und ich bin mit den Kindern auf eine meditative Reise gegangen. Zu Beginn der Woche war es so, dass vor allem die Mamis all diese Dinge gemacht haben, währenddem die Kinder fleißig am Sozialisieren waren. Das bedeutet, es wurde von den Kindern getestet, was man wo mit wem am besten spielen kann. Wer die gleichen Interessen hat, wer gerne Tischfußball spielt und mit wem man am besten Blödsinn anstellen kann. Und dabei war es ganz egal, wie alt das Kind war. Es waren wirklich die Interessen entscheidend, mit wem sie sich zusammengetan haben. Und dadurch war kaum Zeit, einen Workshop zu belegen. Ab Mitte der Woche wurde dann das Interesse doch größer, auch mit uns Erwachsenen etwas zusammen zu machen. Für mich war es faszinierend zu erleben, wie schnell die Kinder sich angefreundet haben. Unter den 22 Kindern gab es in dieser Woche kaum Streit, denn die Kinder konnten sich ja aussuchen, mit wem und wo sie gerne Zeit verbringen möchten. Und wenn jemand das Interesse an einem Spiel verloren hat, dann ging er einfach weg, denn es waren ja noch genügend andere Kinder zur Auswahl da. Dadurch war es immer sehr harmonisch. Und ja, für mich war es auch gut, war es so friedlich unter den Kindern, denn die Lautstärke war auch so in dem Lagerhaus schon genug hoch. Ich bin begeistert davon, wie viel meine Kinder in dieser Woche profitieren konnten. Die Zeit mit den anderen Familien war sehr intensiv und sie konnten sich dadurch Inspiration holen, wann immer sie wollten. So konnte Stella zum Beispiel bei vielen Gesellschaftsspielen mitmachen und das ist etwas, was wir zu Hause nicht tun. Ich habe zum ersten Mal mit meinen Kindern Billard gespielt und Patrick konnte immer irgendwo ein Kind dazu begeistern, seine Theateraufführungen anzuschauen. Ich musste mich am Anfang etwas daran gewöhnen, dass ich meine Kinder nur zu den Essenszeiten zu Gesicht bekam. Sie selber waren so mit ihren eigenen Plänen beschäftigt, dass ich sie manchmal ein paar Stunden lang nicht gesehen habe. Und für mich war das schon wieder eine etwas ungewohnte Situation. Und doch merkte ich, dass wenn sie mich brauchten, sie mich im Haus gesucht haben. Und so kam bei mir schnell das Vertrauen, sie einfach machen zu lassen. Und das führte dazu, dass wir eine sehr friedliche Zeit genießen konnten zusammen. Ich ließ sie machen und ich machte auch das, was ich Lust dazu hatte. Und wenn wir gemeinsam etwas gemacht haben, dann war das sehr gemütlich und im Einklang. Das war eine richtig tolle Woche für uns und ich fühlte mich sehr frei dabei und ich spürte, dass die Bedürfnisse meiner Kinder jederzeit absolut erfüllt wurden. Und ich denke, genau das sollte für die Kinder immer möglich sein. Ein Angebot von Unterhaltung, wie eben diese kreativen Workshops, dann andere Kinder in jedem Alter zur Auswahl und verschiedene Räume zur Verfügung, wo sie sich austoben können. Natürlich bekamen wir auch Einsicht in den Lebensstil der anderen Familien.
Da gab es Familien, wo die Kinder ohne Vorgabe der Schlafenszeit aufbleiben konnten, solange wie sie wollten. Auch die Ungezwungenheit, mit welcher die Mütter mit ihren Kindern umgegangen sind, war für mich beeindruckend. Ich denke, da war ich schon am ehesten diejenige, die ihren Kindern noch am meisten auf die Nerven gegangen ist mit dem ewigen «Zieh dir eine Jacke an, wenn du nach draußen gehst und lauf nicht ohne Hausschuhe herum im Haus». Und dass ich mir da etwas von dieser Gelassenheit abschauen konnte, das hat mir ganz gut getan. Auch die große Toleranz, die die Kinder untereinander haben, das hat mich sehr berührt. Es wurde kein Kind ausgelacht, wenn es zum Beispiel weinen musste oder im Spiel den Gang zur Toilette vergessen hat und frische Kleider anziehen musste. Es fielen auch gar keine beleidigenden oder belustigenden Kommentare, als ich einem Jungen mit langen Haaren einen Zopf geflochten habe, als er mich darum bat. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Irgendwie konnte einfach jeder so sein, wie er ist, und er wurde auf seine Art akzeptiert. Wirklich sehr schön. Ich denke, in einer Gruppe mit anderen Kindern wäre das so kaum möglich gewesen. Wenn ich beobachte, wie gemein und herablassend die Kinder manchmal untereinander auf dem Pausenplatz in der Schule sind, dann denke ich, wäre es sehr schwierig, zum Beispiel für einen Junge mit so langen Haaren, der eben gerne einen schönen geflochtenen Zopf tragen möchte. Oder der Junge, der mit Nagellack erscheint, einfach weil es ihm Freude bereitet. Wenn ich beobachte, auch wie gemein die älteren Kinder zu den kleineren sind, eben gerade auf einem Pausenplatz von der normalen Schule, und wie extrem da das Alter voneinander getrennt wird. Man darf ja nicht mit den Jüngeren sich abgeben, oder wenn die Jüngeren mit den älteren Kindern auf dem Pausenplatz zu tun haben, werden sie belächelt oder dumme Sprüche werden gerissen. Und das ist schon etwas, das beobachte ich bei der normalen Schule, dass wirklich so ganz klar getrennt wird. Die Jungs von einer Klasse, die Mädchen von einer Klasse, und wehe, es gibt da Durchmischungen, geschweige denn Durchmischungen in eine höhere oder tiefere Stufe. Und das war diese Woche für mich ganz eindrücklich zu sehen, dass das Alter gar keine Rolle gespielt hat. Es war einfach das Kind, das am interessantesten war, um zu spielen. Das wurde geschätzt, egal ob jetzt das 3 Jahre älter war oder 5 Jahre älter. Da wurden mit den Jüngeren gespielt, es wurde mit den Älteren herumgetobt. Das war wirklich gar keine Diskussion. Und da bin ich schon sehr fasziniert davon, und es bestätigt mich, dass dies ein tolles Umfeld für unsere Kinder ist. Es war eine geniale Woche und wir freuen uns sehr darauf, dass wir in 2 Monaten wieder in ein Homeschool-Lager gehen. Also, auf diesem Weg ein großes Dankeschön an die Organisation und an alle Beteiligten im Lager. Ich vermisse euch! Wenn dir meine Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal!